Ja, meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eine weitere Folge Terraria hier auf meinem Kanal. Ich bin euer Badora, schön, dass ihr wirklich mit dabei seid. Es hat wirklich wieder ein bisschen länger gedauert, als ich eigentlich wollte. Nur ist immer wieder die Arbeit dazwischen gekommen. Jetzt habe ich gerade ein wenig Urlaub, meine Freunde, und werde dafür die Zeit nutzen. Ja, bei diesem schönen Wetter muss ich hier jetzt sitzen. Nein, Quatsch. Ich mache das natürlich gerne. Und wir werden uns heute mal wieder ein wenig Zeit dafür nehmen, weiterzukommen, meine Freunde. Wir haben jetzt in den letzten Tagen wirklich viel Quatsch gemacht. Einfach wirklich nur rumgeflogen. Wir haben die Fallen, wir haben euch gezeigt, wie die Fallen gebaut werden. Wir haben Kommentare gelesen. Wir haben Kommentare beantwortet von unseren Abonnenten. Und das war auch sehr, sehr witzig. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und ihr könnt auch gerne weiterhin viele Kommentare schreiben, meine Freunde. Denn wenn ihr wirklich wollt, dass ich so eine Art Guide werde oder wenn ihr wirklich viele Fragen habt, schreibt mir die einfach in die Kommentare und ich versuche die vielleicht in dem Let's Play mit einzubauen. So wie letztens hier mit den ganzen Schraubenschlüsseln, so dass wir wirklich dann, irgendwann mal vielleicht so eine Art Komplettlösung von Terraria hier haben. Also wenn ihr wirklich Fragen habt, lasst sie mich wissen und ich versuche sie zu beantworten, weil ich habe auch wirklich, wirklich viel Terraria-Wiki und Google und alles mögliche durchgenommen, bis ich denn überhaupt alles gewusst habe, was ich wissen will. Und manches davon war wirklich nicht einfach. Von daher schreibt mir einfach in die Kommentare. Es kann natürlich immer ein bisschen dauern, bis ich das dann beantworte. Aber ich schätze, das Video dafür wird dann wieder umso lustiger. Und ihr werdet umso mehr Spaß damit haben. Denn umso länger ich Zeit für ein Video brauche, umso besser wird es dann manchmal auch. Wenn ich dann merke, währenddessen ich aufnehme, das gefällt mir irgendwie alles nicht nach 5 Minuten, kann es auch passieren, dass ich einfach die Folge wegschmeiße. Aber ich möchte hoffen, dass das jetzt hier gerade nicht der Fall ist. So, ich werde mal hier noch ein bisschen mein Inventar ausleeren, denn hier ist wirklich viel Zeug drin. Ein gekochter Fisch, ich weiß gar nicht, den brauche ich hier jetzt gar nicht. Angelzeugs habe ich hier, Ektoplasma habe ich hier, warum auch immer. So, hier werde ich mal die Schraubendinger reinmachen. Warte mal eben. So. Und was ist das hier? Eine Lichtscherbe. Okay, davon habe ich noch eine, aber ich weiß gar nicht, wofür man die genau braucht. Hier habe ich noch einen Fisch. Habe ich noch irgendwo Platz? Fisch. So, ein Leuchtstab, der kann weg. Eine Wasserkerze, die kann ich auch einfach mal wegschmeißen. Obwohl, die ist doch sehr wichtig, die behalte ich mal. Kürbismondmedaillon könnten wir natürlich auch nochmal machen, meine Freunde. Das wäre natürlich auch noch so ein Ding, wo wir vielleicht mal, nochmal zurückblicken könnten, ob wir das jetzt nochmal schaffen. Das wäre natürlich auch lustig zu wissen. So, eine Schnecke zum Angeln, die kann ich natürlich behalten, ist alles kein Problem. Hier habe ich noch irgendwas. Ich muss irgendwas verkaufen, ich brauche noch ein bisschen Geld. Weil ich brauche die blaue Lösung. Wir wollen ja ein bisschen die Welt heiligen heute, habe ich mir gedacht. Weil haben wir auch ein bisschen vernachlässigt. Wie gesagt, die letzten Folgen haben wir wirklich nur irgendwelche Kommentare vorgelesen und haben euch gezeigt, wie die Fallen funktionieren. Und was haben wir denn noch gemacht? Den Frostmond haben wir auch noch gemacht. Stimmt ja. Ja, und diese ganzen Haustiere haben wir besorgt. Stimmt, das war das Letzte, was ich so groß gemacht habe. Und von daher müssen wir uns jetzt ein bisschen ranhalten. Ich flieg mal eben hier zur Steampunkerin. Ich glaube, die hat das. Zur Fidelia. Fidelia, Fidelia. So, was haben wir denn hier? Blaue Lösung. Genau, die brauche ich. Warum jetzt auf einmal gibt's sie wieder. Aber ist cool. Gott sei Dank. So, kaufen, 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 kaufen. Alles, was geht, kaufen. Bis ich pleite bin. So, wie viel haben wir denn jetzt davon? Da, 356. Sehr schön. Zack, zack. So läuft das. Und jetzt schauen wir mal eben auf die Karte, wo wir denn überhaupt hin müssten, wenn wir jetzt hier reinigen wollen. Oder heiligen. Reinigen, heiligen ist ja fast dasselbe, meine Freunde. So, schauen wir mal eben gerade. Wo ist denn hier die Karte jetzt? Ich bin voll durcheinander. Oh, jetzt habe ich hier wieder alles gegessen. Ah, Mensch, die Karte ist auf Start. Stimmt. So. Boah, ich glaube, ich gehe mal da hinten hin. Hier ist auf jeden Fall einiges, was wir heiligen müssen. Oh je, oh je, oh je. Das kann auch was werden, meine Freunde. Also wirklich, das Let's Play an sich ist ja schon lang genug. Und ich bin schon wirklich dabei, mit dem Gedanken zu spielen, dass wir mindestens auf Folge 200 kommen. Jetzt, wenn doch auch bald das große Update kommt. Das wurde auch immer wieder erwähnt in den Kommentaren.
Update, Update, Update. Machst du noch eine Staffel 5 und bla und blub und natürlich. Natürlich. Was denkst du denn? Denkst du, ich mach das nicht? Na klar mach ich das. Ich bin dazu verpflichtet, meine Freunde. Auf jeden Fall müssen wir noch eine Staffel 5 machen, wenn hier ein großes Update kommt mit ganz vielen neuen Sachen. Dann machen wir auch eine neue Staffel. Denn dann kann ich mir wieder ein paar neue Gedanken machen, was aufzunehmen und lustige Dinge und hier und da und Fallerie und Fallera. Das fällt mir hier in dem Let's Play jetzt wirklich noch ein bisschen, ja, das fällt mir wirklich schwer hier gerade, mit dem Let's Play Terraria immer wieder was Neues zu bringen, weil wir ja wirklich schon fast alles gezeigt haben. Oder wenn wir was gezeigt haben, das nochmal irgendwie neu zu zeigen, so dass die Leute trotzdem wieder Spaß dran haben. Das ist alles nicht so einfach, wie es aussieht. Und ich bin wirklich froh, dass es immer wieder Leute gibt unter euch, die das wirklich so mitschauen und mitfiebern. Und ich hätte das niemals gedacht, dass ich auch bei Terraria PS4 mal ganz oben lande. Also das ist für mich schon eine kleine Ehre für das, dass ich das wirklich nur als Hobby mache und eigentlich mal vorhatte, damit Geld zu verdienen. Nur sehe ich auch gerade da, obwohl man auf Platz 1 ist, Terraria, wie schwer es doch ist, damit wirklich leben zu müssen. Oder wenn man damit leben muss, von dem, was man damit verdient. Sage ich großen Respekt an die ganzen anderen kleineren YouTuber, die das vielleicht machen. Nicht schlecht. Okay, nebenbei ist das alles immer kein Problem. Wenn es dann ruled, ist natürlich auch geil. Also, wenn ich mir überlege, ich mache ein Video und müsste dann irgendwie einen halben Monat lang nicht mehr arbeiten, gehen wir natürlich auch geil. Aber, ist ja auch nur ein Traum so im Endeffekt. Man darf ja wohl träumen, aber ist halt Wunschdenken. So, wir spielen natürlich hier aus Spaß und mit euch zusammen, meine Freunde. So sollte es sein, so soll es bleiben. Ich will hier ja kein kostenpflichtiger Kanal werden, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Was habe ich denn hier jetzt gemacht? Habe ich... Hä? Ich kann den Dschungel heiligen? Wie krass ist das denn? Hä? Das war mir bis jetzt nicht bewusst. Und was passiert dann überhaupt? Hier auch. Interessant. Das ist ja interessant. Okay. Ein heiliger Dschungel. Das ist ja wirklich, wirklich, wirklich interessant. Dann sollten wir mal den Dschungel ein wenig heiligen. Das ist ja geil. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber anscheinend bringt das wirklich was. LOL! Ach, und damit wecke ich auch Plantera auf. Scheiß die Wand an. Jetzt haben wir Plantera am Hintern hier. Da muss ich erstmal mein Inventar hier kurz. Zack, 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 zack. So muss ich das nämlich machen. Aber wo kommt sie denn, die Plantera? Die dauert ja ewig hier. Ach, da unten, da ist sie. Da ist sie, da kommt sie. Wechsel doch die Waffe. So. Guck mal, die traut sich hier gar nicht hin. Und wenn dann nur ganz langsam. Warum ist denn die so lahmarschig? Irgendwie bin ich total schwach geworden oder so. Ich weiß nicht, was passiert ist. So, komm, Plantera. Gib den Geist auf und tu nicht so. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das haben wir schon, das brauchen wir nicht. Aber behalte ich jetzt trotzdem einfach mal. Wir werden jetzt erstmal weiter heiligen, weil das ist ja doch schon sehr interessant hier mit dem Wald. Das habe ich nämlich vorher auch noch nie gesehen und nicht gewusst. Seht ihr, man lernt nicht aus hier in Terraria. Also es ist wirklich, in jeder Folge kann es passieren, dass man wieder was Neues dazulernt. Und ihr seid gerade mit dabei gewesen, finde ich cool. So, hier werde ich auch nochmal ein bisschen rumheiligen. So. Zack, zack, zack. Jetzt schaue ich mal eben auf eine Karte. Okay, da oben ist noch ein kleines Stück. Ich fliege mal eben hier noch so ein bisschen rein. Hier war ja auch noch einiges, was wir heiligen müssen. Oh je, oh je. Und der Dschungel, das ist so interessant. Ich bin ja mal jetzt, also was laufen denn da dann für Viecher rum auch und so? Oh, mein Inventar gefällt mir hier gerade gar nicht. Und ich habe voll die Steuerungsprobleme. Ich weiß gar nicht, wo hier was ist. Ist schon wieder so lange her.
So. Zack, 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 zack. Obwohl ich euch versprochen habe, dass die Folge bald rauskommt. Ja, ich weiß, hat jetzt auch schon wieder eine Woche lang gedauert oder so. Aber ich konnte es wirklich leider nicht ändern. Dafür habe ich natürlich jetzt wirklich noch ein paar Tage Urlaub. Und hoffe, dass ich da vielleicht noch ein bisschen Zeit finde, um euch mehr als die eine Folge hier zu bringen. Aber versprechen kann ich es euch natürlich auch nicht. Seid mir nicht böse, wenn es wirklich nur die eine Folge hier wieder wird und dann wieder eine Woche dauert oder so. Aber man muss sich natürlich auch wieder ein bisschen was Neues einfallen lassen. Und wie gesagt, ihr tragt auch viel dazu bei, indem ihr einfach Kommentare schreibt, meine Freunde. Denn dann kann ich wieder ein wenig neue Sachen zeigen oder Sachen, die euch vielleicht interessieren oder ihr nicht wisst. Dann haben wir auf jeden Fall wieder neuen Stoff zum Aufzeichnen hier. Denn wir warten jetzt eigentlich zum größten Teil wirklich nur auf das große Update, um dann wieder wirklich neuen Stoff zu haben. Bis dahin ist es halt wirklich ein bisschen schwer ohne euch, meine Freunde. Also, ja, lebt eure Fantasie in den Kommentaren aus, schreibt mir, was ihr wollt. Und dann bin ich mal gespannt, was daraus wird. Ihr formt dann das Let's Play sozusagen. Und ja, da kommen dann wieder einzigartige Dinge bei raus. Und ich freue mich schon sehr. Ich hoffe, ihr auch. Wir haben jetzt nicht mehr viel von dem Heiligungszeug, von daher werde ich jetzt einfach mal durch den Dschungel hier so willkürlich fliegen und einfach mal alles vollsauen hier einfach. Jetzt habe ich schon wieder Plantera getötet. So eine Sauerei. Wie konnte ich nur? So, Heiligen, Heiligen, blub, blub, bla. So. Ob die wohl auch Schaden nimmt, wenn ich die damit ansprühe hier mit dem Heiligungszeug? So, hier wird nochmal alles geheiligt, schön. Zack, 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 zack. So, und den Spawnpoint habe ich vergessen zu setzen. Scheiße. Scheiße, fällt mir jetzt gerade erst ein. Ha, fällt mir jetzt gerade erst ein, meine Freunde. Wir müssen nämlich nochmal zurück nach Hause und den Spawnpoint setzen. Sonst haben wir ein Problem. Dann fange ich nämlich wieder im Tempel an. Und das möchte ich nicht. Wir haben die Folge nämlich eigentlich im Tempel angefangen und ich bin dann eben schnell zum Haus geflogen, hab dann aber vergessen, den Spawnpoint zu setzen, weil ich wollte eigentlich die Lizard-Eier noch besorgen. Da habe ich mir gedacht, ist es vielleicht ein wenig sinnvoller, die Welt mal wieder ein wenig zu heiligen, weil wir halt wirklich in den letzten Folgen rumgetrödelt haben und Kommentare nachgegangen sind und so weiter und so fort. Und da werde ich noch einen Weg finden müssen, das irgendwie zu verbinden. Also ich habe ja jetzt eigentlich nicht mehr viel zu tun, aber die Welt möchte ich dann doch schon heiligen. Das ist ja so ein laufender Prozess eigentlich. Der andere Kram läuft mir ja nicht weg. Nicht wirklich, könnte man so sagen. So, hier habe ich wieder ein paar Items bekommen. Das freut mich natürlich. Ist mein Inventar wieder voll? Na sicher, hier habe ich schon wieder dasselbe Ding bekommen. Noch irgendwas Interessantes? Nee, natürlich nicht. Dann heilige ich hier auch nochmal. Sehr geil. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt auch was bringt. Nicht, dass das hier einfach Jux und Dollerei ist jetzt. Ich hoffe, das verbreitet sich auch. So, jetzt müssen wir hier irgendwie rauskommen. So, meine lieben Freunde, und da sind wir auch schon wieder direkt an unserem Zuhause hier, meine Freunde. Ich werde jetzt einfach mal, obwohl, warte mal, haben wir denn nicht noch irgendwas, was wir machen können jetzt gerade mal? Ich weiß, der Kürbismond, das machen wir aber in der nächsten Folge. Und, ja, ich bin jetzt gerade am Überlegen, was wir vielleicht gerade noch machen könnten. Ich habe Lizard-Zellen, wir könnten ein paar Bosse machen vielleicht. Ich schau mal gerade hier, die Augen können wir nochmal eben wegkloppen, die brauche ich nicht. Da können wir vielleicht auch ein, zwei von weghauen. Ja, und sonst war es das eigentlich. Ich habe hier jetzt gar nicht so viel, was ich noch machen kann. Hier vielleicht nochmal einen raushauen. Dann komm mal, machen wir das mal eben noch. So. Kann ich auch zwei beschwören? Schade. So, und hier nochmal die Zelle reingeschmissen. So. Und dann lass gehen. Ups. Wie geil, ey.
Einfach so geil. Das geht so schnell. Zack, zack. Heftig. So, bla 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 bla. Der hat wirklich nicht viel fallen lassen eigentlich. Aber das Gute ist, dass wir das verkaufen können, was er gerade fallen gelassen hat. Das ist ja der Sinn der Sache. Hehe, hast du wieder mitgedacht? Genau, hast du. So, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Brauche ich nicht. Ich komme ja in jeden Tempel rein. Ich brauche keine Schlüssel mehr, hahaha. Obwohl, nein, warte mal, ich kann den doch benutzen. Zurückkaufen, hier. Den kann ich doch, genau, den kann ich doch hier mit dem Dingsbums da und so. Ja, ja, ja. Mit dieser Form und so verbinden, stimmt ja. So, das verkaufe ich eben auch nochmal eben. Lebensfrucht brauche ich auch nicht mehr. Und die Lizardzelle werde ich auch gleich nochmal eben reinkloppen da. Lalalala, kein Wert, bla bla bla, kann auch weg. Behalte ich, behalte ich, behalte ich. Was ist das? 100 Mana, 100 Leben. Okay. Nochmal den Golem machen eben. Dann machen wir eben nochmal den Golem. So. Oh, und eine Trophäe habe ich ja jetzt erst gewonnen. So, und wie gesagt, meine Freunde, da wir uns ja jetzt gleich schon verabschieden hier für diese Folge, möchte ich euch bitten, einfach in die Kommentare zu schreiben, um einfach ein bisschen Einfluss zu nehmen auf das ganze Let's Play. Denn mit euren Kommentaren werde ich das Let's Play jetzt formen. Falls da nicht viel kommt, werde ich natürlich wieder ein bisschen selber improvisieren müssen, so wie heute. Denn ich habe die meisten Kommentare eigentlich schon in der letzten Folge durchgenommen und seitdem kam eigentlich nicht mehr viel. Denn ich kann ja wirklich hochladen, was ich will auf meinem Kanal. Es wird ja wirklich nur Terraria geguckt, irgendwie immer. Ist jetzt keine Anmache oder so, meine Freunde, aber halt ein bisschen schade irgendwie. Oh, und geil, eine neue Waffe, die ich noch nie gefunden habe. What is this? Verschießt einen explosiven Bolzen, okay. Das ist ja geil. Und eine Golem-Trophäe. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon bekommen habe. Cool. Ja, doch, die habe ich schon, Tatsache. Aber trotz allem können wir die dann, ich weiß nicht, ob wir die auch verkaufen können. Weiß ich gar nicht. Können wir gerade mal probieren. Aber die Waffe ist ja obercool. Die behalte ich erstmal. Die ist mir neu. Die behalte ich. Die habe ich noch nie gefunden jetzt in 2 oder 3 Jahren Terraria. Ich schwöre euch, ich habe diese Waffe noch nie gefunden. Und ich habe diesen Golem bestimmt schon 500 Mal getötet. Das ist kein Scherz. Ne? Also das ist wirklich kein Scherz. Oder die haben das jetzt mit dem Update dazugepackt. Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. So, ein Gold ist sie sogar wert. Cool. Zack, 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 zack. Ist hier sonst noch irgendwas, was ich verkaufen könnte? Schleim ganz viel. Ah, okay. Cool. So. Ja, das ist doch schön. So behalte ich das auch jetzt, meine Freunde. Sehr geil. Und ich hoffe, die Folge hat euch bis hierhin gefallen. Wir werden das Inventar nochmal so ein bisschen hier verändern gerade. Und die Tränke hier auch nochmal eben verkaufen. So, komm mal eben her. Geschäfte. Und dann interessiert mich ja, wie weit wir schon geheiligt haben. Können wir eben rausfinden. 26% ist sie schon geheiligt, Mann. Ja, Mann. Voll geil. Das mit dem Dschungel hat wirklich, wirklich viel gebracht. Und wir haben wieder 99 Gold. Das bedeutet, wir können eigentlich direkt wieder hier neue blaue Flüssigkeit holen. Boah, wie geil. Und in den Dschungel gehen, meine Freunde. Geschäfte, Geschäfte, gib mir Geschäfte. Geschäfte und wir kaufen wieder alles voll. Alles voll blaue Flüssigkeit. Oder blaue Lösung, besser gesagt. So. Geil, Mann. Richtig, richtig geil. Und wir werden vielleicht doch nochmal ein wenig Zeit nutzen jetzt gerade hier in dieser Folge und noch ein bisschen heiligen. So, meine Freunde, und da sind wir auch schon hier direkt am Heiligen. Seid mir nicht böse, wenn ich das Video jetzt gerade hier geschnitten habe. Nur, ich habe wieder meinen weltberühmten Hustenanfall bekommen. Von daher war es gerade sehr praktisch, das Video hier an dieser Stelle zu schneiden. Und zum Dschungelfliegen ist ja auch nicht immer so interessant. Also hoffe ich, ihr seid mir da nicht böse. Wir sind auf jeden Fall jetzt direkt hier wieder ja am Dschungelanfang, wo wir eben waren fast. Und heiligen jetzt hier einfach mal ein bisschen weiter. Hier haben wir schon einiges erledigt jetzt. Fliege ich einfach mal immer Stück für Stück
Richtung Osten und hoffe einfach mal, dass wir jetzt gleich irgendwann den Score erreichen, vielleicht sogar. Weil 26% ist wirklich viel. Das hatte ich vorher nicht. Ich hatte, glaube ich, 12% oder so. Und wenn ich das gerade eben erreicht habe mit dem bisschen Heiligen hier, was ich gerade eben gemacht habe, dann Prost Mahlzeit. Dann werden wir auf jeden Fall jetzt gleich den Score erreichen und ich kann mir das Heiligen endlich sparen. Dann können wir damit anfangen, die Welt zu verderben, meine Freunde. So, und dann haben wir nämlich beide Scores endlich voll. Und sind somit auch dem Ganzen, beziehungsweise 100% ein wenig näher gekommen, wieder mal. So, jetzt ist Plantera hier wieder aufgewacht, so wie eben. Da kann ich aber auch leider nichts dran ändern. Die will das irgendwie so, ja. Keine Ahnung, immer wenn ich hier am Heiligen bin und die Blüte treffe, dann dreht die auf einmal durch und kommt hierher und will mir den Arsch versohlen, meine Freunde. So, dir besorge ich's, du. Dir besorge ich's. Plantera. Badora versus Plantera. Plantera versus Badora. Ra, ra, ra. So, hier. Kampf der Giganten. Weißt du überhaupt, mit wem du dich anlegst hier? Im Endeffekt bin ich ja auch schon so eine Art Endgegner für die, oder? Die wissen, ah, scheiße, jetzt gleich kommt Badora. Oh, fuck. Ich weiß noch, wo ich Plantera zum ersten Mal versucht habe. Oh je, da müsst ihr mal schauen. In Staffel 1 ist das, glaube ich, noch. Oder in Staffel... Doch, der Übergang zwischen Staffel 1 und 2 ist es, glaube ich. So. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Man besiegt ja erst die Fleischwand, ne? Genau, da kommt es nach der Fleischwand. Irgendwann. So, was haben wir denn hier bekommen? Eine Magnum, aber die kenne ich leider schon. Ist jetzt nichts Besonderes. Dafür ist der hier wirklich cool, der Stachler. Bäm, bäm, bäm. Ich zerbomb euch alle hier, ihr Mistviecher. Wie cool. Voll der Terminator hier. Voll geil. Okay, aber Spaß genug hier. Wir wollen weiter heiligen. Heiligen, 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 heiligen. So. Weiche von mir. Weiche von mir. So. Zack, 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 zack. So, und schauen wir mal eben auf die Karte und werden mal eben hier so ein paar Monster töten, weil die nerven mich ja doch schon hart. So. Zack, 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 zack. Weiter wird geheiligt. Oh, ich will endlich diesen scheiß Gamerscore bekommen. Los jetzt. Gib ihn mir. Ich will alles geheiligt haben. Los. Und ich glaube, das Ganze... Was habt ihr gesagt? 40% müssten eigentlich ausreichen, um den Score zu bekommen. Dann könnte ich ja theoretisch 40% der Welt heiligen und 40% der Welt einfach verderben. Wenn das irgendwie geht. Keine Ahnung. Ich versuch's einfach. Oder ich lasse das einfach jetzt so. Das verdirbt schon alleine irgendwie oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es echt noch nicht, wie ich das mache. So, hier wird auch alles geheiligt. Natürlich. So. Zack, 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 zack. Sehr, 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 sehr geil. So, und jetzt schauen wir mal eben gerade auf die Karte. Jetzt können wir eigentlich direkt wieder ins Loch hier in den Dschungel und weiterpusten. Weiterpusten. Ja, den Rest verschleudern wir jetzt auch noch und dann beenden wir aber die Folge, meine Freunde. Wo war das hier jetzt genau hier? So. Zack, und dasselbe wieder nach oben. Pixie, das war so nicht abgemacht. Komm, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, ich lass dich doch auch in Ruhe. So. Fuck.
voll geil. So, und jetzt haben wir auch wirklich nichts mehr. Und ich habe schon wieder vergessen, den Spawnpoint zu setzen eben. Das heißt, wir müssen wieder manuell nach oben. Aber diesmal werde ich mich einfach nach oben kloppen hier. Durch die ganzen Felsen und durch den ganzen Dreck und durch die ganzen Steine werde ich mich jetzt einfach nach oben buddeln. Kein Bock mehr hier, durch die ganzen Tunnel zu fliegen. Bam! Los hier, ab nach draußen. Und wir schauen eben gerade nochmal, wie viel Prozent wir jetzt durch diese ganze Heiligkeits-Schose hier gewonnen haben. Eben hatten wir 24 und ich bin mal gespannt, wie viel wir jetzt haben. 27% haben wir jetzt schon. Geil. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall in den nächsten ein, zwei Folgen, wenn wir denn genug Gold haben, das ist ja auch wieder so eine Sache, aber ich schätze mal, wenn wir in der nächsten Folge den Kürbismond machen, darauf dann, warte mal, habe ich denn noch ein Kürbisding? Aber ich kann den, glaube ich, auch bauen. Ich habe genug Kürbis irgendwo, habe ich noch genug Kürbis? Warte. Ah, verdammt, das darf ich jetzt nicht einfach so machen. Kürbis. Wo habe ich die denn? Aber ich habe doch hier auf der Karte sowieso genug Kürbisse eigentlich. Hier müssten doch irgendwo noch genug Kürbisse rumliegen. Warte mal eben. Ich schau mal gerade eben was. Nicht, dass wir hier nachher kein Kürbismundmedaillon mehr herstellen können. Aber ich glaube, das müsste noch funktionieren. Hier ist auch wieder ein Kürbis. Und wir brauchen auch nicht sehr viele Kürbisse. Also hier müssten eigentlich noch ein paar rumstehen. Hoffe ich. Und wenn nicht, dann müssen wir einfach neue anpflanzen. Wir können ja Kürbissamen kaufen, wenn mich nicht alles täuscht. So, aber hier sind zum Glück wieder welche. So, und gib mir mal welche. Ah, ich habe gar keinen Platz. Ah. So. Zack. 6 Stück, 12. So, das dürfte eigentlich schon ausreichen, 21 Stück. Zack, zack, zack. Genau, behalten. Weg. Plantera-Trophäe habe ich schon. Kann ich aber wieder verkaufen für ein Gold. So. Ab nach Hause, Spawnpoint setzen und die Folge beenden, meine Freunde. Sonst komme ich hier nämlich gar nicht zum Ende. Ihr seht das schon wieder. Ich kann nicht aufhören. Ich wollte schon wieder seit 10 Minuten die Folge beenden und ich komme wieder nicht zum Schluss. Was macht ihr denn mit mir? Was soll das denn? Ja? Das ist Gruppenzwang, nennt man das. Das ist Mobbing. Ja? Ich beschwere mich gleich bei meinem, ich habe ja gar keinen Chef. Scheiße. Ich bin ja mein eigener Chef, wenn ich Let's Play. Gott sei Dank, wäre es schlimm, wenn ich hier noch einen Chef bei hätte, der mir auf den Finger dabei guckt, wie ich spiele. Da würde ich so machen. So, alles klar, gut. Wir schauen mal eben gerade, was wir hier... Ach ja, genau, ich wollte das... ach Mensch, ich bin schon wieder so durcheinander, meine Freunde. Ich bin auch so aufgeregt. Nach einer Woche nicht spielen, ist man immer so aufgeregt wie ein kleines Kind, wenn man hier am Aufnehmen ist. So, meine Freunde, ja, nach einer Woche bin ich immer so ein bisschen durcheinander. Hab hier nochmal einen kleinen Schnitt drin gehabt jetzt gerade, weil ich ein bisschen, hirnlos einfach hier rumgelaufen bin. Ich verabschiede mich jetzt aber einfach erstmal für diese Folge und wie gesagt, wir werden in der nächsten Folge dann einfach mal versuchen, nochmal den Kürbismond zu schaffen und mit dem Geld, was wir dadurch verdienen, einfach nochmal ein bisschen die Welt zu heiligen und dann zu hoffen, dass wir dann, oh, was für ein schönes Grün oder Blau das doch sein soll, und dann endlich hoffen, dass wir den Gamerscore erreichen mit der Welt heiligen und dem ganzen 100% Fallerie-Fallerei einen ganzen Schritt näher gekommen sind. Wäre natürlich schön. Aber naja, wie auch immer. Begleitet mich, wenn es wieder heißt Terraria. Würde mich sehr freuen. Schreibt in die Kommentare. Nicht vergessen. Teilt das Video oder ja, wie auch immer, meine Freunde. Schreibt mir in die Kommentare. Like das Video. Teilt das Video. Wie ihr Bock habt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und beim nächsten Mal wieder einschalten. Ganz wichtig. Bis dann, meine lieben Freunde. Hat Spaß gemacht. Haut rein.